Dein Stamm beherrscht nun diesen Kontinent und kann vor allen anderen die Entwicklung vom einfachen Dorf zum zivilisierten Stadtleben vollziehen. Und damit wieder willkommen zurück bei der weiteren Folge von Spore. Wir treten in die Zivilisationsphase ein und müssen uns jetzt erstmal ein Haus bauen. Unser Stadtrathaus. Hier oben seht ihr das Rathaus. Ich weiß aber auch noch gar nicht, was ich genau bauen will. Es gibt hier viele Sachen, aber ich würde sagen, wir nehmen... Ich habe vielleicht schon eine Idee. So, dann müssten die vier Mauern schon stehen und wir klatschen hier jetzt noch eine fette Tür rein. Aber ich glaube, die Tür müsste am besten passen. Vom Aussehen her. Ja, komm. Nehmen wir so. So, und dann kommt noch ein Zacken auf jeder Seite. So. Und jetzt kommen noch die Türme dazu. Ja, tatsächlich passt das hier sogar besser. Ja, nehme ich lieber das. Okay, sieht schon mal ganz gut aus. Da würde ich sagen, kommt auch noch ein Riesenturm in die Mitte. So. Okay, dann brauchen wir natürlich auch noch Fenster. Hier in der Mitte. Oh, holy shit. Nehmen wir ein großes Fenster einfach. Und so, ich möchte auf jeden Fall eine Flagge ganz oben. Dann haben wir auch auf jeder Seite eine Flagge. Und in die Mitte kommt hier unser fetter Banner. So, hoch mit dir. Zack. Hier könnten wir höchstens noch irgendwie das verzieren, aber ich glaube, das ist gar nicht nötig. Ja, wobei, komm, wir klatschen hier an die Seiten, da wo keine Fenster sind. Noch so ein Teil hin. So, und dann sieht unsere Festung schon gut aus, oder? Doch, doch, finde ich schon. Ja, und jetzt heißt es eben, die einzufärben. Okay. Bin ich eigentlich recht zufrieden mit meiner Burg? Ja, doch. Kann man so sehen lassen, ne? Ja, dann muss ich das jetzt noch benennen. Nenne ich dann das Rathaus. Das ist die Banjo-Burg, natürlich. Ganz einfach. Beschreibung. Die Burg der Banjos. Yeah. Yeah, finde ich gut. Und ich würde sagen, damit gehen wir jetzt in die, wie dieser so steht, in die Zivilisationsphase. Rein da. Du trittst jetzt in die Zivilisationsphase ein. Ja, und schon müssen wir unseren Panzer bauen. Unser Kriegsfahrzeug, unser erstes. Mal schauen, ich könnte mich für einen klassischen Panzer entscheiden, aber ich könnte auch was ganz Wildes bauen. Mal schauen. Ich hätte tatsächlich eine leichte Idee. So war, dass wir einen Kampfroboter vielleicht bauen. So, wenn das hier so der Kopf ist, so ja, da muss ich gerade dran denken auf jeden Fall. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Oh, holy shit. Kommen wir jetzt zu den Waffen.
Wo packen wir die Waffen, ist die Frage. Ich hätte hier tatsächlich eine Idee. Wenn man die hier so an die Schulter macht. Oh ja, davon, wenn ich das so zwei nebeneinander packe. Ja, gefällt mir. Also, hier, man sieht ganz gut, das ist sehr unausgeglichen hier mit 20% Speed, 27% Leben, 53% Stärke. Da muss ich vielleicht nochmal was umändern. Ich glaube, ich habe hier ein passenderes Ding vorne gefunden. So eine Leuchte. Das sieht doch nice aus. Geben wir hier mal vorne so ein Screen. Und ich würde sagen, unten. Perfekt. Sieht doch ganz fresh aus. Jetzt können wir dann auch anmalen. Jo, und ich glaube, ich habe mich einfach dazu entschieden, passend natürlich zu Banjo, ihn grün-schwarz zu machen mit goldenen Akzenten. Das habe ich jetzt ganz schnell einfach ausgewählt und deswegen werde ich ihn auch Banjo-Bot nennen. Ja, weil er einfach aussieht wie... Ja, er hat einfach dieses Banjo-Merkmal. Grün, schwarze, ja, perfekt. Banjo, Killermaschine. Ja. Holy shit. Der sieht doch nice aus. Ja, ich habe jetzt auch noch mal eine Waffe eingefügt, weil ich Bock habe, dass Banjo wirklich auch eine Killermaschine ist. Deswegen gehen wir auch mit ihm jetzt hier in die Phase rein, würde ich sagen. Ja, fresh. Mit dem Licht da unten. Rein da. Das Zeitalter der Technologie und des Transportwesens ist angebrochen. Deine Stadt ist die erste auf dem Planeten, aber deine Spezies folgt nicht mehr nur dir. Schon bald werden andere Stämme entstehen, erbaut von Vertretern deiner eigenen Spezies. Du musst sie einen, um den Fortschritt voranzutreiben. Du kontrollierst jetzt die Fahrzeuge und die Stadtplanung deiner Nation, beginnend mit der ersten Stadt. Du musst mit anderen Nationen interagieren, sobald sie auftauchen, um am Ende die globale Herrschaft zu erreichen. Werfen wir mal einen Blick auf deine Fortschrittsanzeige. Das ist die Fortschrittsanzeige. Jede Stadt, die du eroberst, konvertierst oder kaufst, bringt dich deinem Ziel näher, den gesamten Planeten zu kontrollieren. Deine Nation hat anfangs nur eine Spezialisierung. Du kannst aber auch durch Eroberung anderer Städte auch mehrere erhalten. So. Suche in der Nähe nach einem Gewürzgeisier wie diesem. Klick ihn an und schicke dann ein Fahrzeug zu ihm, um ihn in Besitz zu nehmen. Gewürz ist ein wertvolles Handelsgut geworden. Wenn du es abhaust, klingelt die Staatskasse. Die Ziele deiner Nation werden hier angezeigt. Ja, ja, bla 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 bla. Das wissen wir. Deswegen, ab dafür. So, nimm mal einen hier. Wie du siehst, hat der von dir eroberte Gewürzgeisier nun die Identitätsfarbe deiner Nation eingenommen. Ja, yeah, klicke auf die Übersichtskarte auf den Radius, um die Kamera dorthin zu bewegen. Blablabla, bauen mit der Hauptstadt beginnen. Ein weiterer Stamm deiner Spezies hat auf deinem Kontinent eine Stadt errichtet. Du solltest sie erobern, solange sie noch schwach ist, oder zum Verbündeten machen. Das sind die einzigartigen Superfähigkeiten der Nation. Wenn deine Nation wächst, werden sie von deinen Bürgern entwickelt. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Unverwundbarkeit. Diese Fähigkeit macht deine Fahrzeuge für Ribbon unverwundbar. Ja, das haben wir alles noch hier uns geholt. Von den ganzen anderen, ja, Phasen. Oh Gott, es wurden direkt sau viele Städte gegründet. Die einen sind sogar scheinbar nett zu uns. Die mögen uns nicht. Wie viel kostet es denn, ein Haus zu bauen? Wenn ein Fahrzeug ausgewählt ist, Rechtsklick auf die gegnerische Stadt, um den Angriff einzuleiten. Du kannst auch in der Flottenliste auf ein Fahrzeug klicken, um sie auszuwählen oder in der Aktivität einzusehen. Ein Doppelklick auf ein Fahrzeugsymbol wählt alle Fahrzeuge dieses Typ aus. Okay, wir werden aber jetzt erstmal noch... So, hier vorne den Geysir einnehmen, bevor das wer anderes tut. Da wird direkt eine Stadt angegriffen, das ist wild. Ah, die wollen das hier einnehmen. Die hören sich aber sehr scheiße an. Gut, dann nehmen wir erstmal unsere Flotte. Fahren wieder heim. Und werden jetzt erstmal in den Stadtplaner gehen. Ja, und hier sehen wir jetzt unsere Burg und wir können tatsächlich, hier oben steht's, wir können
6 Fahrzeuge euch holen vom Militär. Und hier können wir Häuser erstellen, Unterhaltung und Fabriken. Hier steht's: Erwirft ein neues Haus, erhöht die Stadtbevölkerung und die Fahrzeugobergrenze. Designe ein neues Unterhaltungsgebäude, erhöht die Zufriedenheit, was sich vor religiösen Angriffen schützt. Und designe eine neue Fabrik, erhöht das Einkommen, senkt aber die Zufriedenheit. Gut, da würde ich sagen, erstellen wir erstmal ein Haus. Okay, ich glaube, ich würde einfach mal was probieren, ob das geht. Wir nehmen einfach... Wir könnten mal probieren, so einen Baum zu bauen oder so, in den man rein kann. Weiß ich nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin, aber das könnte man mal probieren. Ja, wir machen eine Planänderung. Actually, sieht das hier schon ziemlich aus wie so ein Pilz. Vielleicht können wir da ja, so eine Pilzhütte draus machen. Das wäre doch cool. Daneben auch. Das ist doch schön. Kleine Pilzbude. So könnten wir das eigentlich auch nennen. Pilzbude. Banjo mag Pilze. Jo. Ja, aber ich habe so ein bisschen selber die Färbung gemacht und ich bin jetzt eigentlich damit ganz zufrieden. So leichte Fliegenpilzoptik überall. Ja. Ja, dann kommen wir auch noch zum Unterhaltungshaus. Was wir jetzt auch noch schnell machen, würde ich sagen. Was könnte man denn da machen? Wenn ich schon dabei bin, Pilze zu machen, wieso mache ich nicht einfach auch noch einen dicken Baumstumpf? Ja, so, einfach, sieht aus wie ein Baum. Ich hoffe, ich habe jetzt überhaupt noch genug Platz, da Sachen dran zu hängen. Ja, nehmen wir. Jetzt müssen wir nur noch was Passendes wieder finden. Ja, und für die Farben her habe ich so ein bisschen so grün genommen, so für die Blätter oder so, für die Blumen oben. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass es hier so kleine Steinpilze sind, sage ich jetzt mal. Ja, beim Baumstamm. Ist, glaube ich, ganz okay. Das eine heißt Pilzbude, dann nennen wir das, das ist die Baumkneipe. Da drin wird gesoffen. Banjos wollen Baum trinken. Yeah. Oder nein, ich hab's noch besser. Banjo wollen Pilz trinken. Ne? Für wenn ihr versteht. Ja. Und das letzte kommt jetzt noch die Fabrik dazu. So, weil ich richtig witzig bin, werde ich jetzt einfach hier eine Schiene hinbauen und werde drauf irgendwas drauf platzieren, irgendeine Lok oder so. So, wir haben jetzt hier einen ganz einfachen Waggon mit so einer Schnalle vorne. Da hier eh keiner wohnt in so einer Kackfabrik, werden wir da auch keine Türen reinmachen. Wir werden jetzt einfach nur Sachen oben reinklatschen in unseren tollen Waggon. Ja, dann müsste das natürlich auch schon so passen. Da haben wir hier unseren kranken Wagen. Den werden wir jetzt noch färben. Ja, und dann wäre der Wagen auch komplett. Wir haben hier einen Eisenwagen auf Eisenschienen. Das sieht eigentlich so dumm aus. Ja, schöner Holzpropeller. Bisschen so hässliche, komische Kackdinger hier, so Fabrik im Müll. Schwarz-gold glänzende Reifen. Ja, dann nehmen wir das einfach so, würde ich sagen. Wir nennen es natürlich, wir nennen es ganz einfach Wagenfabrik. Einfach, weil mir nichts Besseres einfällt. So, Beschreibung. Wir nennen das Banjo Transport Inc. Ja, perfekt. Nehmen wir. Das wird gleich so random aussehen alles, wenn da mal Sachen stehen. Ja, und dann werde ich jetzt, denke ich, noch ein Boot bauen. Ja, weil das könnten wir tatsächlich auch placen. Also machen wir das noch ein Boot. Ich könnte eine Rakete als U-Boot machen, actually. Holy shit. Leute, das sieht aber sick aus. Holy shit, das nehmen wir. Zack. Gesundheit. Scheiß doch drauf. Das nehmen wir, actually. Will ich das nur noch färben? Und ich glaube, ich färbe das jetzt einfach mal. Zack. In der Farbe vom Banjo-Bot. Oh ja. Wir nennen es natürlich U-Banjo. Wir nennen es Banjo der Wassermann. Obwohl ich kein Wassermann bin. Ja, dann sieht das doch schon recht nice aus eigentlich. Nehmen wir. Könnten hier noch irgendwelche Bäume oder so hin platzieren, wenn wir wollen.